Hallo zusammen. Immer wieder machen wir die Erfahrung, dass Schülerinnen und Schüler gar keine positive Einstellung, keine positive Energie zum Lernen haben. Schlichtweg über gar kein positives Mindset verfügen. In diesem Lerntipp wollen wir erklären, wie man zu einem positiven Mindset kommen kann. Also hier ein schönes Bild von sich sehr stark und überschwänglich freuenden Schülerinnen oder Jugendlichen. Wie bekommen wir denn das hin? Nun, zunächst einmal stehen sich also zwei Dinge im Grunde grundlegend gegenüber, nämlich die Affirmation und die Negation. Wir Menschen neigen halt dazu, dass wir den Fokus schnell auf die schlechten und die negativen Dinge lenken, weil wir einen Überlebensinstinkt haben. Das ist auch wichtig, um eben Gefahren schneller erkennen zu können. Diese Haltung führt aber oft zu einem negativen Mindset, also negativer Denkweise. Mindset kann man ja viele Übersetzungen für nehmen. Denkweise trifft es vielleicht am ehesten. Der erste wichtige Schritt ist daher eben den Dingen und Inhalten mit Affirmation zu begegnen, also dem Gegenteil der Negation, alle Dinge negativ zu sehen. Die Affirmation bedeutet eben eine positive Einstellung, eine Bejahung zu den Dingen und in dem Falle eine positive Grundeinstellung zum Lernen zu bekommen. Und die bekomme ich eben nicht nur durch gute Noten, sondern auch durch mich selbst. Aber dazu braucht es eben ein positives Mindset. Lernen muss positiv besetzt sein, damit es Spaß macht und erfolgreich ist. Und eben hier nicht dieses traurige Smiley regiert tagtäglich bei mir in meinem Schulalltag, sondern der Daumen hoch, das Positive, der richtige Weg, um eben auch dann erfolgreich sein zu können. Nun Wege zum positiven Mindset beim Lernen. Wir werden so 8 Tops hier jetzt nennen. Die sind alle für sich wichtig. Zusammengenommen sind sie natürlich optimal. Jeder kann so gucken, was ist für ihn eigentlich so das, wo er am meisten Probleme mit hat, was kann er überhaupt nicht richtig machen oder wo hat er am meisten Schwierigkeiten. Alles dies führt im Grunde am Ende zu einem positiven Mindset und eben auch dann beim positiven Lernen. Das erste ist ganz oben und das ist auch an erster Stelle meines Erachtens, das ist Glaube an dich selbst. Wenn du nicht an dich selber glaubst, dann hast du im Grunde schon verloren. Du musst die Einstellung entwickeln, dass viel mehr möglich ist, als du eben denkst. Und nicht von vornherein, wie man schön sagt, die Flinte ins Korn werfen und aufgeben. Glaube an dich selbst. Du hast mehr Energie, als du vielleicht in dem Moment spürst. Top 2 ist dann, nimm deine Umwelt doch positiv wahr. Ja? Übe dich in Achtsamkeit. Schaffe dir einen inneren Frieden. Ja? Genieße aber auch die kleinen und schönen Dinge. Und dann hast du schon mal von Grund auf ein deutlich positiveres Mindset. Und dann kannst du das auch auf das Lernen transferieren. Das dritte ist auch sehr, sehr wichtig meines Erachtens, und zwar umgib dich mit den richtigen Menschen. Richtige Menschen, falsche Menschen gibt es natürlich nicht, aber es gibt Nörgler, es gibt Zweifler und das sind Energieräuber. Und wenn du dich tagtäglich in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis nur mit solchen Menschen umgibst, zieht dich das runter, raubt dir Energie und schafft von vornherein kein positives Mindset. Man wird das im Alter mit der Weisheit des Lebens sozusagen, wird man erkennen, welche Menschen tun einem gut und welche weniger. In der Schulzeit ist das nicht so einfach und Jugendliche sind da auch noch sehr auf einer, ja, Probierwelle logischerweise. Wichtig ist aber, wenn man merkt, dass Menschen einem grundsätzlich eher nicht gut tun, schon gar nicht beim Lernen gut tun, dann muss man sich auch von ihnen verabschieden. Reflektiere dich regelmäßig selbst, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, also man muss eben gucken, dass man
immer wieder auch über sich selber und seine eigenen Schwächen und Stärken nachdenkt und woran hat es gelegen. Und da ist es immer wichtig, nicht die Schuld auf andere zu schieben, der Lehrer, die ausgefallenen Unterrichtsstunden, das so schlecht erklärte Thema. Nein, man ist auch oft selber in der Lage dazu, Dinge zu verändern und deswegen muss man sich aber reflektieren. Nummer 5, lass dich inspirieren, ja? Durch andere Personen, die du kennst oder aus der Öffentlichkeit kennst oder eben auch Dinge, die andere schon geschafft haben. Guck es dir an, da gibt es tausende Videos zu. Lies Bücher, die dich inspirieren oder schau Filme, was auch immer. Auch das hilft, ein positives Mindset aufzubauen. Genauso natürlich wie Misserfolge sind neue Chancen. Misserfolge sind nicht nur doof, sondern man kann eben auch aus den alten Fehlern lernen, aus den Fehlern richtig lernen und dann Resilienzen aufbauen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ein negatives Ergebnis einer Klausur ist nicht automatisch nur, ich bin doof, ich kann es nicht und ich werde es auch nie lernen, sondern es muss eine Resilienz da sein, auch es wieder zu probieren und dann eben zu merken, es geht besser. Top 5, Top 7 sind wir schon. Probiere immer wieder Neues aus. Ja? Neue Dinge ausprobieren bedeutet Risiko eingehen, bedeutet aber auch neue Dinge kennenlernen, die Welt kennenlernen. Das schüttet Dopamin aus, Enzyme, die deinem Körper und deinem Geist gut tun. Und zu allerletzt dann auch noch, sei dankbar. Menschen sind so oft nicht dankbar für kleine Dinge. Ja? Sage Danke im Alltag, lächle andere an und so weiter. Und du wirst auch hier wieder positive Energie rausziehen und ein positives Feedback bekommen im Normalfall. Also, lange Rede, kurzer Sinn, mit einem positiven Mindset, einer positiven Grundeinstellung, und Mentalität lernt es sich automatisch besser. Das ist die Botschaft, die wir mit diesem Lerntipp hier machen wollen. Jetzt noch kurz ein Wichtig und ein Ausblick. Negative Gedanken, also ohne die richtige Affirmation fällt Lernen immer schwer. Negative Gedanken oder beim Lernen oder anderswo wirken sich auch negativ auf deinen Körper aus. Das ist auch wichtig. Daher ist das richtige Mindset nicht nur bloße Psychologie, was wir hier erzählen, sondern es ist auch für Körper und Gesundheit förderlich. Und beim nächsten Mal geht es mit dem Mindset auch hier bei uns weiter und wir beschäftigen uns dann mal ganz konkret mit dem Growth Mindset. Also wir schließen an den heutigen Tipp an. Und das würde nur zu lange werden. Und da werden wir dann noch ein bisschen ganz konkret auf spezielle Dinge, die auch dann für die Schule wichtig sein können, eingehen. Wenn dir unser Lerntipp auch heute wieder etwas gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn du uns hier, wie auch eben in dem Bildchen, den Daumen nach oben gibst. Und dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.